Löwen, die größten Raubkatzen Afrikas. Über 200 Kilo Lebendgewicht, blitzschnelle Instinkte. Jede Begegnung mit Löwin Sirga könnte tödlich enden. Doch das ist keine Attacke. Sirga will nur schmusen, denn der Mann am Boden ist sowas wie ihr Vater. Valentin Grüner, ein deutscher Auswanderer. Das ist jetzt nicht was, was ich mache, weil ich Spaß dran habe und so weiter, sondern wirklich, weil Löwen brauchen das. Löwen sind ja soziale Katzen, haben sie ja sonst auch im Rudel. Und ich bin halt ihr einziges Rudel, sie hat ja sonst niemanden. Nur Valentin darf mit der Löwin so kuscheln. Aufpassen muss er trotzdem. Die Zunge rau wie grobes Schleifpapier, die Krallen scharf wie Rasierklingen. Sirga hat ihn auch schon verletzt, aber unabsichtlich. Sirga ist ein Findelkind gewesen und die Eltern haben sich nicht um sie gekümmert, beziehungsweise die Mutter hat sie nicht gefüttert. Und ich habe sie dann eben von Hand aufgezogen, so von ganz, ganz, ganz klein auf. Über diese zwei wollen wir mehr erfahren. Wie viel Abenteuer steckt im Alltag in der afrikanischen Wildnis? Warum fliegt Valentin zum Supermarkt? Weshalb braucht ein Löwe mitten in Afrika überhaupt ein Reservat? Und wie gefährlich kann diese Schmusekatze tatsächlich werden? Was aussieht wie in einem Disney-Film, ist harte Arbeit und die Erfüllung eines Lebenstraums. Ich habe das erste Mal gesagt, dass ich nach Afrika ziehe, da war ich 4. Ich glaube, die große Faszination hier draußen ist einfach diese unglaubliche Weite, die Freiheit, der Platz, der hier noch existiert. Als Valentin Sirga vor 9 Jahren adoptierte, stand fest, er bleibt. Damit er sich legal um die Löwin kümmern kann und alle nötigen Papiere erhält, machte er hier in Botswana eine Ausbildung zum Wildhüter. Sein Zuhause seitdem 8000 Kilometer entfernt von Deutschland. Ist nicht so einfach für die Familie zu Hause, aber auch für mich natürlich. Für Mutter und Schwester am meisten, Vater auch, wobei der auch sehr stolz ist. In 14 Jahren habe ich die Familie vielleicht 3-4 Mal gesehen. Ganz allein lebt Valentin jedoch nicht auf der 7000 Hektar Farm. Sarah ist an seiner Seite. Dass ich überhaupt eine Frau wie Sarah gefunden habe, die das hier mitmacht, da muss ich schon einen echten Hut abnehmen vor ihr. Die gebürtige Dänin kam als Touristin und blieb. Das ist 8 Jahre her. Ich habe mich in die Kalahari-Wüste verliebt, genau wie ich mich in Valentin verliebt habe. Das Schönste für mich hier draußen sind die Tierwelt und die Natur. Sarah arbeitete früher als Model, hing den Job an den Nagel und ist jetzt sowas wie Sirgas Marketingchefin. Aber dazu später mehr. Zweisamkeit ist hier auch Einsamkeit. Auf Tausenden von Quadratkilometern gibt es kaum andere Menschen. Das ist eine Herausforderung für das Paar. Ja, das Privatleben hier mitten im Busch ist natürlich schon noch mal was ganz anderes als in Deutschland. Weil ich meine, da kann man natürlich weggehen, ne? Man trifft ein paar Freunde, geht mal in einen Club hier oder Bar da. Das gibt es hier überhaupt nicht. Also man ist wirklich 100% eigentlich zusammen in einer Gegend, wo es keine Ablenkung gibt. Aber es ist schon echt hart, muss ich auch sagen. Also man kriegt sich in die Haare, man kommt auch dann nicht voneinander weg. Gibt auch nicht, dass man sagt, hey, ich gehe jetzt einfach zum Kumpel, ich muss mich mal ausquatschen, einfach mal was sagen. Das hat man hier nicht wirklich. Auch da hilft witzigerweise das Internet wieder, weil man kann ja doch mal über WhatsApp vielleicht mit jemand reden, also auch telefonieren und solche Geschichten. Bei Valentin ist vieles anders, auch die Wohnung. Fast alles ist Open Air. Die Küche hat zwar ein Dach, aber keine Wände. Leben im Camping-Style. Kühlschrank ist direkt hinter uns. Da kommt nachts eine Kette drum, weil sonst die Stachelschweine einbrechen und uns die ganzen frischen Sachen wegfuttern. Und sonst hier einfach hier Abwasch und um die Ecke Herd und Ofen. Und das ist das Wohnzimmer. Mit viel frischer Luft. Und Mars, dem Strauß. Noch ein Findelkind. Valentin und Sarah haben ihn aufgezogen. Jetzt kommt er gerne zu Besuch. Ab und zu sorgt er für Chaos. Ja, hier haben wir die Badezimmertür. Und das ist eigentlich nur hier, damit der Vogel Strauß hier nicht reingeht und die Zahnbürsten auffrisst und die Seife durch die Gegend schmeißt und solche Sachen. Weil das passiert sonst jeden Tag. Für die Location, wo wir sind, würde ich sagen, Luxus pur. Aber der Unterschied ist eigentlich, erstmal hast du kein Dach. Das heißt, ganz egal, wie das Wetter ist hier, man duscht halt auch im Regen mal, aber stört er nicht, man wird eh nass.
Sache, an die man sich gewöhnen muss, ist, dass Wasser kalt ist. Passt zwar im Sommer gut, aber im Winter hat es hier minus 10 Grad nachts und da ist das Wasser morgens auch minus 10 Grad. Das heißt, das ist erstmal eingefroren und man muss warten, bis das auftaucht, bevor man überhaupt Wasser anmacht. Aber sonst, wir haben eine Toilette, kann man spülen, Waschbecken funktioniert, Dusche, also alles, ja, mehr brauche ich nicht. Sandiger Boden, da muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen, aber es macht Spaß, gehört dazu. Meistens, wenn es kalt ist, will ich nach Hause. Wenn man 3 Wochen nicht geduscht hat, in denselben Klamotten schläft und Lagen über Lagen anhat, da fühlt man sich schon morgens beim Aufwachen nicht mehr wie ein Mensch. Anziehen muss sich auch Sirga. Ohne dieses Hightech-GPS-Halsband darf sie nicht auf die Pirsch. Und dann hat es einmal eine Batterie, ein hässliches, großes Ding, und oben den Empfänger, der mit dem Satelliten kommuniziert. Also können wir darüber einfach Sirga tracken. Wir wissen also, wo sie sich aufhält. Und das ist nun nicht für uns sehr hilfreich, falls wir Wilderer in der Gegend haben, sondern es ist einfach auch eine Auflage. Das heißt, wir müssen das machen. Sirga darf sonst gar nicht raus. Ganz frei lebt Sirga also auch in der afrikanischen Kalahari nicht. Ihr Reservat ist umzäunt mit einem speziellen, gut 20 Kilometer langen Raubtierzaun. Doch wieso ist dieser Aufwand nötig? Schließlich lebt die Löwin ja in ihrem natürlichen Lebensraum. Ich schaue mir das einfach gut an, dass jetzt keine Löcher sind, weil wir haben wilde Löwen gerade in der Gegend. Das macht mir also ein bisschen Sorgen, weil die könnten durchaus auch Sirga umbringen wollen. Und deshalb gucke ich einfach einmal den kompletten Zaun mir an, bevor Sirga dann heute wieder raus darf später. Jeden Tag muss Valentin den Zaun vollständig kontrollieren. Die Drähte gehen sogar einen halben Meter tief in die Erde. Hier haben wir also Sirgas Zaun. Der hat einfach unten jetzt 4 isolierte Drähte und dann oben nochmal 2. Das heißt, da ist Strom drauf. Das Ganze ist 2,4 Meter hoch. Die Auflage ist, dass sie hier nicht rauskommt. Und genau das ist eigentlich das, was wir gebaut haben. So wird das dann auch abgenommen von der Behörde. Und jetzt darf Sirga ihr Reservat genießen. 20 Quadratkilometer. So groß wie 2800 Fußballfelder braucht ein einziger Löwe. Es gibt immer Stimmen, die sagen, ach, die sollte einfach rausgelassen werden und hingehen, wo sie will. Aber Sirga ist natürlich nochmal ein anderer Löwe, weil sie vor Menschen nicht die richtige Angst hat. Aber leider ist sie auch nicht sehr freundlich zu anderen Menschen, sage ich mal. Das heißt, wenn Sirga jetzt wirklich rausgehen könnte, steht ja nichts im Weg, dass sie anstatt in die leeren Gegenden zu gehen, in die Nationalparks oder sowas, vielleicht auch einfach ins Dorf läuft und natürlich Kühe, Esel oder auch Menschen umbringt. Das Jagen ist schließlich ihr Instinkt. Der allein macht aber noch keine erfolgreiche Jägerin. Sirga hat mit dem Beuteerlegen so ihre Schwierigkeiten. Sie konnte es ja nicht von anderen Löwen lernen. Ja, Sirga und das Jagen hat wirklich eine Weile gedauert, bis es so ganz richtig passiert ist. Sie hat mit 16 Monaten das erste Mal eine Kuhantilope umgebracht, da habe ich ein bisschen geholfen noch. Jetzt in ihrem neuen Reservat hat sie wirklich ganz alleine, das ist auch das erste Mal, weil sie ja draußen alleine ist, ohne mich. Und dann auch noch eine Elanantilope umgebracht, also wirklich die größte Antilope Afrikas. Ja, damit hat sie jetzt wirklich gerade jetzt erst nach 10 Jahren vor kurzem wirklich bewiesen, Sirga kann alleine jagen. Diesen Jagderfolg konnte Valentin filmen. Die Antilope ist in Sirgas Reservat gesprungen. Ein fataler Fehler. Sirga versorgte sich da selbst mit Fleisch. Das ist aber nur eine Ausnahme. Meist kümmern sich die Menschen um ihr Futter. 10 Kilo Fleisch braucht Sirga täglich. Am liebsten mag sie Gnu. Das schmeckt auch den Menschen gut. Ja, das Gnu ist natürlich nicht aus dem Nationalpark her, sondern einfach aus unserer Gegend, die ich ja selber managen muss. Ich reguliere hier die Bestände, sonst wird die Vegetation kaputt gehen und die Tiere würden sich im Prinzip selbst den Lebensraum zerstören. Außerdem braucht Sirga natürlich Fressen und im Moment essen wir die Reste von Sirgas Futter. Das sind die Filets und ja, ist ein Gnu einfach hier aus unserer Farm, aus unserer eigenen Gegend. Nachhaltiges Fleisch und wunderbar gesund und schmackhaft. Das war heißt das Gericht, das Valentin daraus heute kocht. Ein traditioneller südafrikanischer Eintopf. Das Fleisch wird jetzt irgendwie so 6 Stunden lang gekocht. Dann fällt das wirklich alles zusammen und wir schmeißen Zwiebeln und ein paar Kartoffeln und Süßkartoffeln und ein bisschen rote Beete dazwischen. Zubereitet wird alles auf dem offenen Feuer im Poikit-Pot. Das ist ein gusseisener Topf. Die Zutaten für ihr Essen versuchen Sarah und Valentin möglichst selbst anzubauen.
Sie haben einen Kräuter- und Gemüsegarten. Die Ernte in der kargen Savanne bleibt aber spärlich. Manchmal wünschen wir uns schon, einfach Essen beim Lieferservice bestellen zu können. Wir müssen immer alles selber kochen und im Voraus die Einkäufe planen. Ein paar Sachen gibt's aus unserem Garten. Aber immer selber zu kochen ist schon anstrengend auf Dauer. Es braucht viel Zeit. Wer hier Einkäufe zu erledigen hat, macht das am besten mit dem Flugzeug. Gut 10 Stunden würden Hin- und Rückfahrt zum Supermarkt mit dem Auto dauern. Fliegen ist also klar die bessere Alternative. Man denkt ja, Flugzeug, das ist Umweltverschmutzung und so weiter. Das ist ja auch richtig für jetzt so einen Riesenjet, der 300 Leute transportiert. Aber so ein kleiner Zweisitzer, das ist ein kleiner 100 PS Motor da drin. Und ich brauche hiermit pro Stunde ungefähr 16 Liter. Mit dem Landcruiser brauche ich 35 Liter ungefähr auf 100 Kilometer. Das heißt, hier brauche ich in die Stadt keine 6, 7 Liter und sind ungefähr 40 mit dem Landcruiser. Das heißt, das lohnt sich schon, auch von einem Umweltgesichtspunkt. Doch wie kann sich Valentin ein teures Flugzeug leisten? Der Flieger ist eine Spende von einer Dame aus Australien. Nur den Flugschein musste Valentin selbst bezahlen. Ich liebe das Fliegen auch, natürlich nicht nur, dass ich das jetzt gezwungenermaßen machen muss. Ich bin schon sehr begeistert vom Fliegen an sich. Und sag mal, ich habe Glück, dass das irgendwie auch zu rechtfertigen ist mit meiner Arbeit, dass ich sowas wirklich damit verbinden kann. Mehr als 50.000 Euro kostet so ein Flugzeug. Eine Anschaffung, die Valentin sich nie hätte leisten können. Dabei ist es extrem wichtig in dieser Gegend. Ich meine, ich bin wirklich in einer der abgelegensten Ecken Afrikas, muss man echt sagen. Und sag mal, jemand muss ins Krankenhaus. Wir brauchen dringend irgendwas, kleinere Einkäufe, die nicht einen großen Geländewagen benötigen, der mit einem Haufen Benzin müssen. Die Stadt muss gegen die Wilderei einfach präsent sein in der Luft. Ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich die Arbeit hier im Umweltschutz, dass wir die Tierzählung machen, um Bestände regulieren zu können. Auch in Afrika kostet das Leben Geld. Womit bestreiten Sarah und Valentin also ihren Lebensunterhalt? Inzwischen, Sirga hat, glaube ich, über 1,1 Millionen Follower auf TikTok. Instagram hat auch eine ganze Menge. Ich bin da gar nicht so dabei. Die Sarah macht das meiste davon. Aber es hat unglaublich Einfluss auf unser Geschäft. Ohne das Internet, witzigerweise, und soziale Medien wird so, wie wir das machen, das Leben hier draußen überhaupt nicht möglich. Löwin Sirga ist momentan die Hauptverdienerin. Katzenvideos laufen eben im Internet. Ich sehe mich selber nicht als Influencer oder sowas, vielleicht Naturefluencer, wenn man das so sagen kann. Also wenn überhaupt, geht es mir darum, diese sozialen Medien auch zu benutzen, um meine Leidenschaft für die Natur, für die Umwelt, für die Tiere irgendwie mit rüberzubringen. Sirga, aufgezogen mit der Flasche, wird nie eine richtige wilde Löwin sein. Trotz eigenem Reservat und artgerechter Haltung braucht sie Valentin bis an ihr Lebensende. Ja, nochmal einen Löwe aufziehen würde ich wirklich nicht machen wollen. Ein Löwe in Gefangenschaft kann durchaus 20 Jahre alt werden. Wenn sie krank wird, dann kommt der Tierarzt und hilft. Und wir kümmern uns um sie. Und wenn ihr die Zähne ausfallen, dann mache ich ihr auch irgendwie Brei aus ihrem Fleisch, dass sie den auch auflecken kann. Da kann sie also auch älter werden. Und dann ist das einfach eine sehr lange Verantwortung. Und ich würde sagen, genauso wie man jetzt nicht unbedingt sagt, wenn man Kinder hat in Deutschland und die sind ein paar 20 Jahre alt und aus dem Haus raus, das ist meistens dann auch nicht der Zeitraum, wo man sagt, wir machen das jetzt nochmal. Ziemlich beste Freunde unter der Sonne des südlichen Afrikas. Trotz vieler Widrigkeiten steht für Sarah und Valentin fest, sie bleiben. Botswana ist einfach ihr Zuhause.